Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect Island Bound. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben hier das Personal-WC gebaut. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das einfach so benutzen oder nicht oder was. Keine Ahnung, außerdem ist noch kein Wasser drauf. Ja, das ist ja ungünstig. Und wir sollten vielleicht nochmal eine Wand wegreißen, nämlich die hier, denn das sieht kacke aus. Auf dem WC sieht was kacke aus. Hm. 16 Gefangene sind da, alles gut. Wir bauen den Gemeinschaftsraum, aber die gehen da nicht drauf, ne? Die haben das Bedürfnis zu pinkeln. So. Das tun die mit der Pausen. Okay. Der macht jetzt Pause. Aber die verwenden nicht das WC. Vielleicht. Müssen wir mal im Auge behalten, aber ich glaube nicht. Nee, scheint keiner drauf zu gehen. Was ist denn, wenn wir jetzt Personalraum sagen? Kommen die dann sofort angeflitzt? Einfach mal, um das zu testen jetzt. Will ich das mal wissen. Personalraum? Ah, da sagt er, da fehlen die Sachen, ne? Ich kann jetzt kein Sofa da reinstellen. Aber trotz der Warnung funktioniert das so. Genau. Und mit Essensversorgung müssen wir auch noch gucken. Jetzt aber hatten wir ja hier einen Plan, wie wir weiterbauen. Mit Gemeinschaftsraum und Kirche und so. Und das heißt, wir bauen mal wieder weiße Wände. So, einmal hier entlang und da lang. Und dann hier dies. Und dann so. Ich glaube, das hier lasse ich nochmal komplett, weil wir da noch nicht wissen, wo es lang geht. Das machen wir am besten einfach mit Dingens hier, mit Zellen, wenn wir die dann fertig bauen. So. So. Können wir direkt auch schon mal eine Tür reinbauen, ne? Spricht ja nichts dagegen. Große Gefängnistür weiß. Und dann wird das hier unser Gemeinschaftsraum. Ja, ein bisschen anders als beim letzten Mal. Sonst bin ich ja immer hingegangen und habe dann immer erstmal die ganzen Sachen, die uns Geld gebracht haben, freigeschaltet. Was ist das denn? Sieht man einen Hafen? Aber man kann das total cool dekorieren. Steinerner Winz, Alter. Cool. So, pass auf. Machen wir mal so. Und so. Okay, und für den Gemeinschaftsraum brauchen wir einen Billardtisch. Easy. Und auch einen Fernseher. Und das Ganze mit dem hübsch machen, das machen wir noch. Keine Sorge. So ein großer Fernseher. Ja, das machen wir mal groß, hier ganz dekadent. Machen wir hier eine Fernsehecke hin. So. So. Ich kriege halt Zuschüsse, sehr gut. Und 10 Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Was fehlt denen denn jetzt schon wieder? Hygiene, okay. Ja, sollten wir mal die Dusche vorverlegen. Und was wir immer mal gucken müssen ist, wie sieht's denn aus? Zuschuss. Ah, jetzt Zellenblock B. Relativ easy, weil jetzt haben wir so viel angebaut, der müsste eigentlich passen. Wie sieht's aus mit das
Also mit dem Transfer, das müssen wir echt nochmal angucken. Arbeit müssen wir auch nochmal einrichten. Das sieht jetzt ganz gut aus, genau, das wollte ich sehen. So, und bei den Programmen waren zwei in Warteschlange und beenden. Okay. So, hier müssen wir noch was machen. Und zwar, wir müssen hier eine Gruppentherapie. Kein Platz in der Tagesordnung. Warte mal, das war... Alkoholiker war Gemeinschaftsraum. So, genau, da müssen wir nämlich noch einen Stuhlkreis machen. Wenn ich hier so ein Sit-in machen, so ein gemeinschaftliches. Computerstation. Ja, Alter, was die alles hier kriegen. So, pass auf, dann machen wir hier den Sitzungsleiter. Und dann machen wir hier... Ja, hallo, ich bin der Malte. So. Ach, perfekt. Mal jetzt noch so einen schönen Tisch hätten, den wir da in die Mitte stellen könnten. Aber nur einen für den... Oh. Nein! Ah, das kann ich nicht mit ansehen. Machen wir es so. Sehr gut. Ja, perfekt. Ja, und dann können wir hier... Hier könnte man eine Krankenstation reinmachen. Weil hinten raus können wir dann den Morg bauen. Und... Für die Krankenstation sollten wir dann vorsehen... Ich wollte eine Kirche reinbauen, aber ich glaube, Verletzte zu behandeln ist erstmal wichtiger als die Seele zu behandeln. Wobei natürlich seelische Verletzungen auch sehr schwerwiegend sein können. So, Räume. Der Vorteil von der Krankenstation ist, dass wir dadurch auch Sachen abhalten können. Wer war... Ich... Haben wir noch gar nicht erforscht, ne? Gesundheit. So, Einsatz. Ermöglicht ihnen dauerhaft Waffen in verschiedenen Trakten ihres Gefängnisses zu stationieren. Sollen wir auch mal machen. Informationen, Fortbildung ihrer Wachen. Hunde, Waffenkammer, Gesundheit haben wir jetzt erstmal. Gefängnisarbeit machen wir dann nachher. Okay. So. Ja, prima. Langsam leert sich auch dieser Raum hier, unser Lagermüll. Das heißt, wir können eigentlich neue Zellen bauen. Weil wir müssen ja auf 50 kommen. Und so langsam muss ja hier was passieren. Also würde ich mal sagen, ohne zu verzagen, bauen wir hier mal Zellen an. Oh. Notfallüberdosis. Aktionen. Häftling durchsuchen. Zelle durchsuchen. Arzt. Überdosis. Hilfe. Das wird vielleicht unser erster Toter. Was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht so schnell den Arzt noch erforschen. Oh. Na, trotzdem hier mal. Oh, da. Zelle durchsuchen. Häftling durchsuchen. Zelle durchsuchen. Und zur Krankenstation eigentlich, aber. Uff. Ja, das ist ja jetzt blöd. Was machen wir denn da? Also die Drogen haben sie schon mal gefunden, das ist schon mal gut. Und er kommt in Einzelhaft, während er eine Überdosis hat. Ja, also ich finde, ich habe irgendwie... Ich hab's raus. Hier überlege ich gerade, wir wollen... Ja, wir müssen diese Überwachung dann da reinbauen, ne? Haben wir das schon? Scanner? Ja! Elektrisch Leistungsstoff verbindet. Gucken wir mal, wie geht denn das? Hä?
Müssen dann alle Sachen erst da draufgelegt werden? Oder wie? Das wäre aber komisch. Finden Sie Schmuggelware bei Häftlingen, die hier durch müssen. Er fordert eine Wache vor Ort. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der ist jetzt tot. Weil wir noch keine Krankenstation haben. Sehr gut. So, gucke mal. Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Neue Sicherheitsmaßnahmen. Schmuggelware kann überwunden. Stellen Sie Scanner in Einlieferungstrakten und Lagerräume auf, um Kisten und Boxen zu überprüfen. Dazu wird eine Wache abgestellt, die den Scannermonitor beobachtet. Weisen Sie Wachenkontrollpunkte zu, um alle durchkommenden Häftlinge und Besucher abzutasten. Kann jedoch auch den Durchlauf von Häftlingen beschränken, wenn sie nicht strategisch gut positioniert sind. Und weil auch Inseln nicht ausbruchsicher sind, wäre es eine gute Idee, Scharfschützentürme an den Küsten zu errichten, um Schwimmer im Auge zu erhalten. Aha. Was ist denn gemeint mit Kontrollpunkten? Hausmeister, Schutztrakt. Niedrigsicherheit, Normalsicherheit, Hochsicherheit, Höchstsicherheit. Köche. Bewaffnete Patrouille, Hundepatrouille, klar. Ärzte, Wachen. Eingeschränkter Zugang. Scanner im Lagerraum? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Also, und vor allen Dingen, dann wurde gerade gesagt, eine Wache zum Abtasten, ne? Stellen Sie Scanner in Einlieferungstrakten und Lagerräumen auf. Einlieferungstrakten. Um Kisten und Boxen zu überprüfen. Den Scanmonitor weisen Sie die Wachen zu. Kontrollpunkten. Kontrollpunkten. Okay. Trotz Anleitung sind wir verwirrt. Dann gucken wir mal. Also bei Einsatz finden wir schon mal nicht. Personalmahlzeiten. Das Personal kriegt aber keine Mahlzeiten, weil hier auch kein Serviertisch steht, ne? Das soll man vielleicht auch mal ändern. Gucken wir mal. Da. So. Okay. Also, Gemeinschaftsraum fertig. Achso, jetzt kommen wir auch hier, ne? Alkoholikertherapie. Kein Terminplatz in der Tagesordnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier haben wir drei in der Warteschlange. Geistige Führung wäre halt in der Kapelle. Psychologe im Gemeinschaftsraum.
Erfordert Psychologie. 20 Orte, 10 Sitzungen. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Gut. Haben wir gleich zwei verwirrte Sachen. Was wir so rausfinden müssen ist, wie funktioniert das mit den Scannern? Dann müssen wir den Fokus auf die Krankenstation legen. Die brauchen wir als nächstes, damit wir zumindest dann die Leute auch behandeln können. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Besten Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.